Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Fabrik in Starlight Drive-In. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, hier unsere Lager hier zu befüllen. Und ich bin dafür, dass wir dieses Lager auch mal sofort vielleicht benennen. Denn geplant sind ja viele, viele ja Lager für verschiedene Sachen. Ja, sonst macht ja so eine Sortiermaschine gar keinen Sinn. Und ich hoffe nur, wir kommen nicht zu weit nach hier hinten. Vielleicht stapeln wir die Maschinen hier übereinander. Ja, das wird ja. Ja, doch, das könnte vielleicht klappen. Ich weiß es nicht. Ja, erstmal benennen wir das Lager, damit wir da von Anfang an hier ein System und eine Ordnung drin haben. Und ich bin dafür, dass wir die erstmal durchnummerieren vielleicht. Das ist das erste Lager jetzt also. 01 oder 1. Also so, was ich mir vorgestellt habe. Ja, da müssten wir schon so 20 Stück davon brauchen. Allerdings werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht so weit kommen mit unserem Bauplatz. Material haben wir, denke ich, dafür genug. Also 20 verschiedene Komponenten habe ich mir überlegt. Wollen wir da raus haben? Das ist das Erste. Ja, könnte schon hinhauen, wenn man die stapeln kann. Ich weiß es ja nicht. Ja, deswegen war ja auch die Fabrik anfangs doppelt so hoch noch gedacht. Dann haben wir ja beim Bau festgestellt, dass das zum einen viel zu hoch ist. Da wären wir ja oben schon an die Kante gekommen. Das ist jetzt sogar schon ein bisschen hochgebaut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bauen wir mal hier weiter. Das erste läuft. Also Flaschen sollten wir hier schon mal aussortiert bekommen. Der restliche Schrott, der läuft dann hier weiter. Jetzt stören die Treppen wahrscheinlich gleich. Der restliche Schrott läuft dann hier weiter. Und das nächste sollte dann eine Komponentensortiermaschine sein. Die Komponentensortiermaschine soll uns, Moment, dann also die nächsten Sachen daraus filtern aus dem ganzen Schrott, der da durchläuft. Wo haben wir die Maschinen? Das müsste man sich irgendwann mal irgendwo aufschreiben, wo die Maschinen sind, hier bei Energiesachen. So, vielleicht können wir ja direkt hier dran schon so eine Komponentensortiermaschine bauen, um Platz zu sparen. Komponentensortierer, genau. Ja, und ich meine sogar, dass das passt. Ja, das passt. Und Komponentensortierer soll uns aussortieren, die Rohstoffe. Plastik, Dünger und Brennstoff. Ja, müssen wir mal gucken. Sollen wir denn nochmal so etwas bauen? Ich meine, das mit dem Runterfallen hier, den Trichter finde ich jetzt übertrieben. Vielleicht braucht es überhaupt nicht, so etwas zu haben. Wieder nach oben bauen? Ja, anders. Ich weiß nicht, ob wir das anders machen können oder sollen oder wollen. Versuchen wir mal, ob wir hier diese Endbereiche, diese Förderband-Lagerbereiche stapeln können. Ah, schade. Das wäre aber nett jetzt. Ja gut, man könnte jetzt hier irgendwie eins dran bringen und dann da Lager 2 machen. Aber wenn, dann möchte ich schon das alles gerne. Hätte ich das ganz gerne alles so ein bisschen. Also von hier aus gesehen links der Lagerbereich nochmal und rechts der Sortierbereich und dann hier sogar noch nachher ein paar Herstellungsmaschinen, aber der Traum ist, glaube ich, vorbei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bauen wir hier nochmal einen Aufzug nach oben. Wo sind die Aufzüge? Hier sind die Aufzüge. Oder? So ist das doch gut, ja.
Jo, da frag ich mich doch gerade mal so ganz nebenbei, ob das so nicht auch geht hier, wenn wir das so machen. Ach so, ich dachte, wir hätten jetzt gerade ein kleines da eingesetzt. Ach, das ist ein kleines. Nein. Zwei lange. Ja, und jetzt sieht man leider. Ja, doch, die bewegen sich in die richtige Richtung. Das ist schon mal gut. Und so eins dahin. Und jetzt unser Lagerhaus 2 hier hin. Sollen wir da wieder so einen großen hier hinbauen? Warum passt das denn diesmal? Ach so, wir haben nicht aufgepasst. Ja, das geht hier in die falsche Richtung unten. Das müsste schon... So müsste das dann schon stehen. Ja, das wird aber hier gigantisch alles. Sag bloß. Das hier könnte man auch nochmal nach... Ah, nee, das lassen wir so jetzt. Irgendwo ist das schon richtig. Ja... Dann kann man die auch übereinander stapeln hier. Ja, kann man aber. Welchen Sinn würde das ergeben? Von einem Trichter in den nächsten. Ach, bauen wir das mal so hin, wie es vorher stand. Und, ja, man lernt nie aus, oder? Jetzt können wir das aber schön hier verkabeln und alles. Aber, ist das, kann man nicht irgendwie was Kleineres hier noch irgendwie hinzaubern? Ich wäre ja, mit der Kurve wäre ich ja schon richtig zufrieden, wenn das gehen würde. Das haben wir zwar gesehen beim letzten Mal, dass es nicht geklappt hat, aber ja, der Platz macht mir hier ganz einfach Sorgen. Wir haben doch keinen Platz. Also wenn das so ginge, dann wäre ich wirklich sehr zufrieden schon mal mit der zweiten Maschine hier. Oh, die Treppen brauchen wir. Vielleicht lassen wir gleich so eine Treppe stehen. Ja, das ist sowas. Kommt zum Schluss noch. Schauen wir erstmal, ob es das hier, ob es die Kurve kriegt überhaupt, wenn wir hier was draufschmeißen. Mit Kurve meine ich... Oh, wir müssen hier raus, okay. Und irgendetwas hier drauf werfen. Moment. Ja, nehmen wir doch auch mal wieder etwas Kleines. Vielleicht hat sie ja diesmal genug Schwung, um rumzukommen. Nein, überhaupt nicht. Das finde ich sehr, sehr schade, finde ich das. Nicht, dass wir hier noch einsortiert werden in diesem... in den Trichter da. Zuführtrichter, ja, dann müssen wir das doch anders machen. Ja, oder vielleicht brauchen wir dieses klobige Ding gar nicht. Wenn das da runterfällt, dann ist das doch auch eigentlich gut. Ah, oder jetzt fällt mir was ein.
Jetzt fällt mir was ein, dann können wir den hier sogar weglassen. Wir bauen ganz einfach die Lager hier oben auf. Ja, dann müssten wir aber irgendwie was drunter bauen. Das ist aber, glaube ich, die beste Idee überhaupt. Dann können wir hier vorne schon mal Platz sparen. Ja, dann geht das einfach hier rüber zum Lager. Ja, das erste können wir unten lassen. Für die Flaschen. Ja, versuchen wir mal hier das anders zu bauen jetzt. Förderband Lagerbereich. Oben. Ja gut, da müssen wir hier ein Stückchen weiter noch. Ach so, da haben wir doch eins ohne Rollen darunter. Vielleicht können wir sogar so ein bisschen noch runtergehen hier. Ja, probieren wir das mal. In der Tat, so gefällt mir das doch schon etwas besser. Es darf nur nicht so in der Luft hängen. Ansonsten hätten wir jetzt schon Lager 2. Also das sortiert uns dann die Komponenten hoffentlich raus. Kupfer, nein, Plastikdünger und Brennstoff. Und schmeißt uns das dann da rein. Schön. Ja, nur wie... Ach so, Moment mal. Ha, natürlich, wir haben doch die Baugerüste bekommen. Hier sind sie. Na, die müssen ja auch für irgendwas gut sein. Aha. Diese Baugerüste sind also auch für die Maschinen scheinbar nicht geeignet, oder? Na, wir müssen nur das Richtige finden. Okay, ich sehe nichts. Wir müssen mal schlafen gehen. Denn so können wir ja lange ausprobieren. Man muss ja schon ein bisschen was sehen. Ja, vielleicht ist das wirklich so. Man sollte erst die Maschine aufbauen und dann die Fabrik drumherum. Dann das Gebäude drumherum. Das haben wir vielleicht falsch gemacht von Anfang an schon. Aber das weiß man ja erst später. Deswegen sollte man vielleicht, wenn man so etwas ausprobiert, liebe Welt da draußen, mit kleinen Sachen erstmal anfangen. Und eine kleine Fabrik erstmal bauen. Ja, das sieht ja aus wie nix. Das geht ja gar nicht, dass das da so eine... Ich meine, es passt schön. Und es passt mir vor allem ganz gut. Ja, wir würden auch von unten hier oben dran kommen. Denke ich nicht. Ja, doch so gerade würde man noch dran kommen. Das würde also gehen, aber... Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sage ich nochmal. Die Gerüste wollten wir da drunter bauen oder irgendwie was. Ja, das wird doch jetzt hier... Das müsste aber doch gehen. Das geht doch optimal hier dran vorbei. Es müsste höher sein, etwas. Also so ein Gerücht, nur in höher. Dieses hier also. Nein, dieses. Ja, das ist aber wieder viel zu breit. Ach so, ja, aber das könnte klappen. Die Gerüste sind wahrscheinlich noch wieder für was ganz anderes. Auch für die Fabrik, also nicht die Gerüste.
Ich wollte das auch schon. So schön, so gerne, so schön machen. Naja. Ja, wir könnten jetzt diesen Teppichglitch ausprobieren, oder? Oh, ja, das könnten wir. Und dabei überlege ich gerade, brauchen wir da dieses Gerüst? Denn das kommt mir doch etwas groß vor an den Seiten. Oder wird auch so eins hier reichen? Na also, das wird doch... Oh yeah, das wird gehen. Das hier, das wäre optimal dafür. Wie dafür gemacht? Wie dafür gemacht wäre das? Also brauchen wir jetzt den Teppich. Wo ist der Teppich? Wo ist der? Hier ist der Teppich. So. Naja, okay, vielleicht lieber so. Vielleicht wurde der Glitch ja auch rausgenommen. Wir haben uns doch letztens schon so abgequält mit irgendetwas. Nein, dann haben wir es aber doch auch hinbekommen nachher. Ja, wir haben das hinbekommen hier mit diesem etwas größeren Teppich. Ja, das müsste eigentlich so ein bisschen nach oben springen, dann, wie ich das so verstanden habe. Ja, aber das ist doch nach oben gesprungen jetzt. Ja, aber wohl nicht so richtig jetzt alles. So gibt das doch nichts. Wo kam das denn jetzt her? Och, kann das denn nicht? Ja, das Problem ist, wenn wir das jetzt irgendwie anders hier hinstellen. Aber Moment, ja doch, da gibt es gar kein Problem. Wir könnten das hier so hinstellen. Ach, das nimmt auch wieder so viel Platz weg. Ach so. Jetzt sehe ich das erstmal, das ist gar nicht groß genug hier. Hier am Förderband sieht man das erstmal. Über das Förderband auch nicht. Also schön. Dann klappt das wohl nicht. Also ich bin überhaupt nicht damit zufrieden, dass das da in der Luft hängt so. Bis jetzt haben wir ja immer alles schön ordentlich gemacht. Was haben wir denn hier noch Schönes bei?
Ja, aber das nimmt ja ebenfalls wieder so viel Platz weg. Also. Wie könnte man das anders noch machen? Haben wir denn bei den Förderbindern nicht irgendetwas zum Drunterbauen mitbekommen? Na, eigentlich müsste das doch... Ah, Moment mal. Aha, aha. Obwohl, ja gut, aber das wäre schon mal eine Möglichkeit. Ich meine, das würde jetzt auch viel Platz wegnehmen, aber, wo sind die Maschinen? Hier bei Energie immer noch. Aber ich glaube, so bekommen wir es jetzt hin. Wir brauchen ja die Schräge nicht unbedingt da drin. So, und wenn wir jetzt hier ein Gitter nehmen. Und mit Gitter meine ich... Ja, vielleicht so eine Lagerhausbodenstruktur hier, so etwas. Ja, wunderbar, das wird passen. Das wird... Ja. Und das bitte noch einmal die Hälfte nur. Also wenn das da klappt, dann klappt das hier auch. Also gut, dann nehmen wir das hier. Und... Ja, also, es geht doch. Moment. Wir brauchen noch eine Kleinigkeit. Jawohl. Nein, das ist... Die Kleinigkeit ist zu klein. Das hier... Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen übertrieben viel, oder? Zwei solche? Joa, warum nicht? Das kann ja ein richtig schweres Ding sein da oben. Und damit steht schon mal der Komponentensortierer. Unser zweiter Streich. Okay, das war jetzt ein bisschen tüftelig alles, aber... Ja, man könnte bestimmt hier noch irgendwie was... Ja, aber muss das überhaupt sein? Nein, dann kommt man da nicht mehr durch. Das ist so schon ganz gut, wie das jetzt steht. Ja, dann geht es rüber zu dem nächsten Sortierer. Brauchen wir da nochmal Komponenten? Also, der hier ist... Achso, wir müssten den auch benennen da oben mal. Benennen wir den nochmal schnell. Nicht den Sortierer, sondern oben den Förderbandlagerbereich. So heißt das Ding noch. Sollen wir das hier dran machen oder direkt an die Maschine? Können wir auch direkt an die Maschine machen? Das erkennt man doch wohl von hier unten, hoffe ich. Das wäre dann Nummer 2. Ja, so gut sieht man das nicht. Aber es geht, es reicht. Okay. Tja, dann bin ich doch dafür, dass es das auch schon war jetzt für die Folge. Auch wenn die jetzt etwas kurz ist, aber wir haben uns ja ganz schön abgeackert. Oh, wo ist Curry? Sie möchte vielleicht mit auf das Abschlussbild. Keine Curry hier? Naja, dann eben ohne Curry, ist ja auch gut.
Ist ja auch gut. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Da kommt Curry. Tschüss. Wir müssen Forscher und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon.